Blende. Wir quatschen zwei Blenden. Heute zu Gast bei Eine Stimme, Holger Klein. Er ist Podcaster, Radiomoderator, war auch schon mal beim Fernsehen und weiß eine Menge über Medien und wie sie funktionieren. Hallo Holger. Hallo. Wenn Holger Klein morgens aufsteht und seinen ersten Kaffee getrunken hat, dann denkt er, wie bildet er sich als nächstes die Meinung? Wie bilde ich mir als nächstes die Meinung? Naja, ich bilde mir halt einfach eine. Hab nun glücklicherweise die eine oder andere Plattform, über die ich diese Meinung dann rausposaunen kann und muss mich dann belehren lassen. Das passiert eigentlich recht häufig, dass ich mich belehren lassen muss. Das gefällt mir mal mehr, mal weniger gut und dann passe ich mich halt an. Also das ist eigentlich so die Hauptsache und ich habe halt so ein paar Prinzipien, von denen ich mich dann leiten lasse und die ich benutze, um Phänomene, ich sag mal, zu beurteilen oder einzuordnen oder abzuklopfen. Das sind aber wirklich nur sehr, sehr wenige. Also das ist so. Also sowas wie Rücksicht. Ich bin zum Beispiel, ich hasse nichts mehr als Rücksichtslosigkeit zum Beispiel. Und das ist eigentlich auch das politische Thema, über das ich mich die ganze Zeit aufrege. Also wir verhalten uns als Gesellschaft extrem rücksichtslos den Schwachen gegenüber. Und ständig stellen sich irgendwelche Politiker hin und fordern noch mehr Rücksichtslosigkeit. Und das ist, ja, das bringt mich einfach wahnsinnig auf die Palme. Und das sind so Geschichten wie, was weiß ich, Mindestlohn, Hartz IV, Elterngeld, Kita-Plätze. Das ist ja endlos, kannst du das aufzählen. Das ist es, was mich furchtbar aufregt. Also, dass wir gegeneinander, wir handeln eigentlich gegeneinander. Und ich habe oft das Gefühl, dass unsere Regierung der letzten Jahrzehnte da auch überhaupt nichts dran zu ändern versucht haben, sondern uns immer weiter angestachelt haben, gegeneinander zu handeln und teilweise sogar so weit zu gehen, gegen unsere eigenen Interessen auf die Straße zu gehen. Also wir sind rücksichtslos gegen uns selbst. Ich meine, wie bescheuert kann man denn überhaupt noch werden? Hast du eine Idee, wie man das ändern könnte? Die internationale Solidarität proklamieren? Ich weiß es nicht. Praktisch so, auch in der Politik, im Radio, im Fernsehen, keine Ahnung, also Leute, die es vielleicht auch mit beeinflussen könnten oder jeder für sich selbst. Na, es sollten vielleicht die auch tatsächlich so einen großen Hebel in der Hand haben, also die Journalisten, ihren Job ein bisschen ernster nehmen und nicht nur Bericht erstatten, also nicht nur abfilmen, was ein Politiker macht und sagt, sondern vielleicht brauchen wir eine neue Art von Journalismus, die auch stets einordnet und die Konsequenzen bestimmter Äußerungen auch darlegt. Aber das ist ja die eine Sache, dass, weiß ich nicht, Brüderle-Plakate im Moment die Abschaffung des Soli fordern. In Berlin. In Berlin hängen. Ja, klar, stimmt. Also der fordert dann halt die Abschaffung des Soli und sagt das auch in Kameras und wird dabei gefilmt, aber mir fehlt halt jemand, der mir erklärt, was das eigentlich bedeutet. Also das ist es. Also ich kriege halt immer nur gesagt, ja, der hat das gesagt und die haben das gesagt. Also wir machen so He Said, She Said Journalismus und sind uns der Konsequenzen einfach so lange nicht bewusst, bis sie auf einmal da sind. Ja. Da kannst du dann die Harzer fragen. Ist der Auftrag dann aufzupassen? Der Auftrag ist auch aufzupassen, weil das ist ein sehr großer Hebel, den du da in der Hand hast. Und wenn du den versehentlich missbrauchst und damit die Orientierungslosen auf eine Spur bringst, auf die sie von alleine vielleicht gar nicht gekommen wären. Das mag, wenn es um humanistische Dinge geht, mag das vielleicht noch okay sein und mag das zu rechtfertigen sein, aber manchmal geht es halt nicht um humanistische Dinge, weil letztlich ich bin ja nicht nur rational und ich bin ja nicht nur humanistisch, sondern ich bin ein Mensch und damit bin ich irrational. Und das heißt, es kann passieren, dass ich versehentlich Leute von etwas überzeuge, von dem sie vielleicht besser nicht überzeugt wären. Das, ich finde schon, man sollte da aufpassen. Es gelingt mir sehr, 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 sehr selten nur, aber... Also wir kennen das aus deinen Talksendungen, wo du dann halt einfach mal sagst, so, ja, wieso eigentlich nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Könnte man doch machen. Wieso eigentlich nicht Neoliberalismus? Ne? Wenn jeder an sich denkt, ist ja an alle gedacht. Ja. Holger, vielen Dank. Gerne. Das war ein tolles Gespräch. Echt? Danke.